Hallo und willkommen zu einer Art Mischung aus Let's Play und Tutorial zu Plants vs. Zombies mit Cheat Engine und anderen Tools. Ich habe hier gerade enorm viele Fenster offen, theoretisch wäre es auch noch so, aber das Aufnahmeprogramm ist egal. Und ja, ich habe hier zum Beispiel das Cheat Engine. Da muss ich nochmal kurz sagen, ich habe vorher das hier gemacht und dann hier das PopCap Game 1 ausgeführt. PopCap ist einfach die Firma, die Let's Play Zombies macht. Und ja, dann habe ich halt dazu gespeichert, habe ich irgendwann mal gemacht, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, diese Adressen dazu gespeichert, die habe ich dann wieder geladen. Ja, Let's Play Zombies, das ist nicht die Game of the Year Edition, das heißt, es hat keine Erfolge, kein hier dieses Skin machen oder so. Und ja. Dann habe ich auch mal von Cheat Engine eine alte Version, glaube ich. Weiß ich aber gerade nicht. Kann ich auch nicht so schnell nachgucken. Egal. Dann habe ich hier noch PVZ Tools. Das kann ich ja nicht mal besser hier hinschieben. Irgendwie so. Naja, egal. Und ja, das werde ich auch noch zeigen. Erstmal, das habe ich nicht mal mehr in meiner Liste. Das PVZ Tools. Naja, egal. Dann zeige ich jetzt aber am Ende oder was auch immer. So. Ich mache mal kurz meinen Kopfhörer ein wenig leiser. Muss ich mal gucken, wie ich das mit der Aufnahme hinterher mache mit der Lautstärke. Ja. Also, ich habe dann hier nochmal Speedtag aktiviert. Ich weiß nicht, warum man das extra aktivieren muss. Warum, ja. Ja, ich muss leider ab und zu mal nach rechts wechseln und wieder zurück, weil ich habe theoretisch Tastenkombinationen, aber sie funktionieren nicht. Ich probiere sie gerade aus. Nein. Nix. Und ja. Cheat Engine ist im Prinzip, man kann im, also man kann hier im Assembler-Code von einem gerade laufenden Programm kann man verschiedene Dinge ändern. Oder eben auch alternativ einzelne Variablen. Ich habe hier einen neuen Benutzernamen erstellt. Ich habe hier schon einmal komplett das Spiel durchgespielt mit diesem hier. Da Gold, dann alles überall, bla. Aber das werde ich nicht nutzen, ich werde es von Anfang an machen, weil ich nämlich verschiedene Dinge zeigen möchte, die man hier machen kann. Und da ich am ersten Video auch nochmal ein bisschen Inhalt haben möchte, zeige ich jetzt erstmal, ja, ich würde sagen, die Geschwindigkeit. Ja, können die wohl machen. Das ist einfach nur was Kleines erstmal. Das ist einfach immer viel zu laut. So, da gibt es jetzt erstmal eine sinnlose Intro, die nämlich immer kommt, wenn man einen neuen Benutzer macht. Ist ja vielleicht ganz nett, aber ich spiele immer mit verschiedenen Benutzern und bin immer noch ich. Also, naja. So. Kanalshaus. Yeah. Nein. Ach, zeig da. Nein, zeig mich an. So. Ich aktiviere jetzt einfach mal. Ja, hier, P-Shooter ist mir egal. Aber ich aktiviere jetzt erstmal diesen Speedhack hier. Achso, Cheat Engine werde ich mal einen Link zu machen und PVZ-Tools werde ich in der Beschreibung, links in die Beschreibung packen. So Plants vs. Zombies nicht, ich habe das von irgendwo, keine Ahnung, wo ich das her habe. Jedenfalls mache ich jetzt mal auf zweifache Geschwindigkeit und es dürfte eigentlich relativ klar sein, was das tut. Hier, das vielleicht kann man schon erkennen, dass es ein wenig schneller auflädt. Oder sich die nein, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich es erst gemacht, glaube ich. Ja. Da wackelt er schon schneller hin und her. Die Sonnen fallen schneller, das lädt schneller auf. Das schneller, alles ist schneller. Außer dass das in die Zeit gebunden ist. Das heißt, der Zen-Garten würde jetzt in diesem Fall nicht schneller sein. Also jetzt fünffache Geschwindigkeit. Und wenn ich nicht mehr hinterherkomme, dann mache ich halt mal die 0,5-fache Geschwindigkeit. So. Ja, das ist jetzt gerade etwas langweilig. Aber ich könnte theoretisch auch 0,01-fache. Da kommt das dann gerade kaum mit mir hinterher. Und ihr merkt an der Musik, dass, ja, das ist mit der Musik etwas verbuggt. Es scheint anscheinend in der normalen Geschwindigkeit voranzukommen, aber jeweils eine Sekunde ab da zu spielen und dann halt, wieder 0,01 Sekunden später eine Sekunde zu spielen und wieder 0,01 Sekunden später und so. Naja, das klingt fürchterlich. Ich mache jetzt mal wieder auf. Ja, zweifache Geschwindigkeit ist ganz gut spielbar eigentlich. Achso, ist schon fertig. Wir waren. Ja, ich würde sagen, ich würde, glaube ich, in jeder Folge einen Hack zeigen. Das heißt, das wäre dann schon mal die erste Folge davon. Und dann, ja, tschüss.